Herzlich willkommen bei Brandenmunders Astrophysik TV. Wir blicken heute ganz tief in den Sternbild Stier hinein und sehen dort einen orangenen Punkt. Das ist der Stern Aldebaran, auch Alpha Tauri genannt. Es handelt sich um einen orangenen Riesenstern, dessen Name aus dem Arabischen kommt, Aldebaran, und bedeutet der Nachfolgende. Dieser Name kommt daher, weil der Stern den Plejaden am Himmel zu folgen scheint. Dieser Stern ist auch noch Teil des Wintersechsecks. Dazu werden wir auch noch ein Video machen, aber wir machen ein paar Beispiele. Zum Beispiel der Gott Aldebaran, Capella, Procyon, Sirius und noch zwei andere Sterne. Von der Erde aus gesehen liegt der Stern Aldebaran in Richtung des offenen Sternhaufens Hyaden, das ist das Regengestirn. Aber Aldebaran gehört nicht zu den Hyaden. Es liegt nur so am Himmel, dass man es denken könnte, ist aber nicht so. Das kann man alleine schon aus der Entfernung schon schlussfolgern, weil die Hyaden sind 150 Lichtjahre entfernt und Aldebaran bloß 66 Lichtjahre entfernt. Die Entfernung von 66 Lichtjahren kann man aus zwei verschiedenen Methoden berechnen, die ich halt kenne. Einmal Entfernungsmodul, scheinbare minus absolute Helligkeit, ergibt einen Dezimalbruch, da kommt 1,55 bei raus und 1,55 deutet auf eine Entfernung von 66 Lichtjahren hin, dazu machen wir auch noch ein Video. Und die zweite Methode durch die Parallaxe, die liegt bei 48 Milliwinkelsekunden, das ist 0,048 Winkelsekunden. Und wenn man 1 durch 0,048 rechnet und mit 3,26 multipliziert, kommen wir auf knapp 70 Lichtjahren. Also ohne Methode, wenn man es ausrechnen kann. Aber es gibt verschiedene Methoden. Also 66 Lichtjahre sollte der exakte Wert sein. Aber natürlich gibt es immer mal so ein kleines Plus-Minus dazwischen. Also man kann davon ausgehen, dass der Stern Aldebaran am Ende seines Lebens sich befindet. Da es sich um keinen Hauptreihenstern handelt, sondern um einen Riesenstern. Wir wissen, dass normalerweise orangene Hauptreihensterne kleiner sind als die Sonne und auch kühler sind als die Sonne. Aldebaran ist auch kühler als die Sonne, aber über 40 mal größer und hat auch wesentlich mehr Masse als die Sonne. Und daher leben sie auch wesentlich kürzer als sie. Und man kann davon ausgehen, aus dieser Ferne gehe ich davon aus, dass der Stern etwa 1 Milliarde Jahre alt ist. So, wenn ich das nach meinen Kenntnissen halt umrechnen würde. Der Stern Aldebaran ist nicht allein im Sternsystem. Neben Aldebaran ist noch ein roter Zwerg, Spektralklasse M2, und weit außen umkreisen noch zwei weitere rote Zwerge den Stern. Also sagen wäre Aldebaran ein Vierfachstern mit einem orangen Riesenstern, ein roter Zwerg plus zwei weitere rote Zwerge. Vielleicht sind noch mehr Sterne, wer weiß, vielleicht sogar ein Sechsfachsystem, er weiß es nicht. Würde man Aldebaran, sagen wir mal, mit der Sonne ersetzen, wäre auf der Erde kochend heiß. Wir hätten eine riesengroße Sonne am Himmel, die 40 mal so groß wäre wie die Sonne, also man könnte schon ein riesiges Monstrum dann schon reden und der Merkur wäre wahrscheinlich schon verschluckt. Bei dieser Größe, was Aldebaran hat, weil das sind ja schon über 50 Millionen Kilometer Durchmesser. Das ist schon recht viel. Hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst ein Like da. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.